was richtig Cooles zeigen. Aus einem Teig, genannt Kaiserteig, könnt ihr mindestens 6 Sorten Kekse zubereiten. Und so funktioniert's. Richtet 60 Dekar Mehl, 28 Butter, 28 Staubzucker, ein Päckchen Backpulver, 3 ganze Eier und Saft und Schale einer Naturzitrone. Wenn ihr alle Zutaten beisammen habt, vermischt ihr das Mehl mit einem Päckchen Backpulver und schneidet hierhin Butter hinein. Wenn dies geschafft ist, müsst ihr das Fenster bröseln. Wenn der Teig so aussieht, könnt ihr dann noch von einer Zitrone die Schale drüber reiben. Nach diesem Schritt mischt ihr das Mehl mit dem Zucker. Nun macht ihr hier eine Grube hinein. In diese kommt das Ei und der Zitronensaft. Nun vermischt ihr mit einem Messer die Masse mit den Eiern von außen nach innen. Wenn ihr den Teig danach geknetet habt, könnt ihr ihn auf ein gemähltes Backpapier legen. Und backt ihn ein. Danach heißt es mit dem Teig für 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank. Nach 2 bis 3 Stunden könnt ihr den Teig wieder aus dem Kühlschrank holen und auswalken. Nun beginnen wir mit unserer ersten Sorte. Die heißt Ischlerbäckerei. Dazu stecht ihr einfach einige runde Kreise aus. Bei der Hälfte dieser Kreise macht ihr noch 3 weitere Löcher mit einem speziellen Ausstecher hinein. So sieht dieser Ausstecher aus. Wenn ihr dies geschafft habt, legt ihr die Kekse bei Ober-Unterhitze und 180 Grad ins Backrohr. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr sie nicht zu lange backt, weil sonst werden sie braun. Wenn sie schon leichte Farbe bekommen, sind sie fertig. Gebt sie so schnell wie möglich vom Backblech herunter, weil sonst heizt sie das heiße Backblech noch nach. Das wäre schlecht. Nun müsst ihr eine Mischung aus Staubzucker und Vanillezucker herrichten. Darin wälzt ihr die fertigen Kekse danach. Ihr bestreicht den Keks ohne Löcher mit einer Marmelade eures Wunsches. Dann setzt ihr eine Seite mit Löchern darauf und wälzt dies im vorher angerichteten Gemisch. Schon ist unsere erste Sorte fertig. Die zweite Sorte heißt Schwarz-Weiß-Bäckerei. Hierzu nimmt man 2 gleich große Stücke Teig. In den einen vermengt man ein bisschen Kakao.
Zum Schluss schaut das so aus und man muss es nur noch ausrollen. Die Masse ohne Kakao rollt ihr ebenfalls aus. Nun legt ihr beide Deckplatten übereinander. Dass es später haltet, klopft ihr ein bisschen und dann rollt ihr die Deckplatten so ein, als wäre es eine Palatschinke. Nun müsst ihr nur noch vorsichtig mit einem Messer solche Scheiben schneiden. Das legt ihr wiederum einfach auf ein Backblech auf. Sie schauen auch sehr unterschiedlich aus. Vom Anfang bis zur Mitte. Nun legt ihr sie gleich wie die anderen Kekse ins Backrohr. Nach einigen Minuten sind sie fertig und sind ein bisschen aufgegangen. Diese Sorte ist fertig. Für die nächsten drei Keksarten müsst ihr vom restlichen Teig verschiedene Formen ausstechen. Für unsere dritte Sorte braucht ihr Schokolade und Butter. Diese mischt ihr im Verhältnis 1:1 in einem Kochtopf. Ihr müsst diese dann langsam erhitzen, bis sie zum Schmelzen anfängt. Ihr verrührt sie, bis sie so aussieht. Nun benetzt ihr eure Arbeitsfläche und den Teigwalger mit Wasser. Rollt ein bisschen Marzipan aus. Bestreicht nun die vorher angefertigten Kekse mit einer Marmelade eures Wunsches. Nun müsst ihr mit derselben Form, wie ihr das Keks habt, aus Marzipan eine Figur ausstechen. Diese setzt ihr passend darüber. Jetzt kommt nur noch die Schokosauce drüber. Die verstreicht ihr über das ganze Keks. Nun könnt ihr sie noch beliebig verzieren. Fertig ist die dritte Sorte. Für die vierte Variante legt ihr ein paar vorher ausgestochene Kekse auf ein Backblech und bestreicht die mit einem zerschlagenen Ei. Nun könnt ihr nach Belieben Zuckerstreusel, Schokostreusel oder Kokosette drüber streuen. Wenn dies geschafft ist, heißt es für die Kekse für ca. 10 Minuten ins Backrohr. So sehen die Kekse fertig aus. Unsere nächste Variante ist fertig. Unsere fünfte Variante wird mit Marillenmarmelade bestrichen und zusammengesetzt. Und zum Schluss noch mit Schokoglasur und einem Nusskern verziert. Fertig. Für unsere sechste und letzte Sorte braucht ihr eine weiße Glasur. Dazu nehmt ihr ein wenig Eiklar
und vermengt hierzu Zitronensaft. Außerdem müsst ihr noch 1,5 Esslöffel Zucker hinzugeben. Es fehlt nur noch ein kleiner Schuss warmes Wasser. Nun heißt es für 5 Minuten fleißig rühren. Nachdem muss die Konsistenz eher dicklich sein, da es sonst von den Keksen herunterrinnt. Nun bestreicht ihr die Kekse mit Orangenmarmelade und setzt 2 zusammen. Jetzt bestreicht ihr sie mit der vorher angefertigten weißen Glasur. Streut nun noch ein paar gewürfelte Arancini-Stücke darüber. Fertig ist die 6. und letzte Sorte. Und das ist das Resultat. Viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit!